Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einer Dauerwerbesendung vom aller feinsten, obwohl ich mir alles selber gekauft habe, bis auf dieses Jersey. Das wurde mir von Toppers gesponsert. Also wer coole Retro-Jerseys braucht, der checkt unbedingt bei Toppers vorbei. Ich habe ja schon ein paar Videos davon gemacht. Allerfeinste Qualität und wie ich schon erwähnt habe, zum Heiraten, zum Scheiden lassen. Echt, das ist wirklich was richtig Edles. Das musst du anziehen, das musst du in der Hand haben und du denkst, wow, Alter, richtig fein. Aber okay, es geht um Schuhe hauptsächlich. Und zwar über die Superflies, die habe ich mir gekauft für die Halle, weil ich bräuchte neue Hallenschuhe. Der Grip von meinen alten war kaputt und ich als Jordan-Fanboy, muss man so fast sagen, habe hier die entdeckt. Eigentlich mehr vom Style-Faktor her habe ich die gesehen. Für den Preis war im Angebot 105 Euro bei Kicks, aber Kicks verlinke ich hier nicht, weil mit Kicks habe ich nichts zu tun. Deshalb folgt die Verlinkung zu dem Schuh unten in der Videobeschreibung auf Amazon. Da kostet der Schuh aber ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das war ein Angebot. Ich habe ihn für 105 Euro bekommen, ein Schnäppchen. Das hat aber schon jemand kommentiert im letzten Video von dem Schuh. Es ist auch noch zu teuer, er hat ihn noch günstiger bekommen und ja, was weiß ich. Pipapalapo. Angebote. Ja, wartet Angebote ab und holt euch da was. Schuhe zum vollen Preis oder zum Release, ja, muss jeder selber wissen. Es ist wie mit so einem neuen Auto, ne? Wenn das Auto vom Fließband kommt und du fährst 5 Meter, hast du schon 40% Verlust in der Art. Mit Schuhen fast das gleiche, aber naja, muss jeder selber wissen. Jedenfalls jetzt zu meinem Testergebnis zu dem Superfly. Farbe, Style-Faktor, ich feiere ihn. Ohne Witz, das North Carolina Blau, super geil, super edel verarbeitet. In der staubigen Halle auch sehr gut. Bin wenig gerutscht, musste natürlich immer wieder drüber wischen und so. Bleibt nicht aus bei einer extrem staubigen Halle. Was jetzt aber das Ding ist, er war doch die erste Stunde, über eine Stunde war der sowas von steif und beengend. Unbequem, muss ich fast sagen. Und das ist so ein Schuh, den musst du einfach einspielen. Also es war wirklich so krass. Hab mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und wie gesagt, nach einer Stunde, bisschen Schweiß mit reingelaufen und so, gehört dazu. Diesen Schuh musst du auf jeden Fall einspielen. Wenn du den Schuh nicht einspielst, so brandneu kaufst und hier gleich losgehst und voll zockst und Höchstleistung machen willst, ne, empfehle ich absolut nicht. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe schon fast gedacht, auch während dem Spiel, ich muss den Schuh ausziehen, nicht, dass ich vorne Blasen kriege oder irgendwie so. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann blutige Zehen hat, habe ich auch schon oft gehabt. Dann ist es nichts. Dann sofort ausziehen und lass es. Aber ne, dann nach dieser Stunde, ich schwöre es euch, der ist dann wirklich so bequem geworden. Richtig gut und vor allem er ist stabil. Geht über den Knöchel hinweg, wenn du oben noch fest zuschnürst, also wirklich sowas von stabil. Jetzt vielleicht für meinen Spielerstil gar nicht so geeignet, für einen schnellen Spieler, ich behaupte mal, dass ich schnell bin, eher was für einen Powerforward, für einen stämmigeren, der einen ordentlichen Halt an dem Knöchel braucht, auf jeden Fall zu empfehlen, wenn du nicht so schnell unterwegs bist. Aber auch so, ich gebe ihn bestimmt nicht mehr her, ich werde jetzt noch ein paar Mal einspielen und wie gesagt, ich habe jetzt genau 2 Stunden damit gespielt. Ist noch schön, wenn du die Zeit so abschätzen kannst. Ich will jetzt aber nochmal rübergehen zu dem anderen Schuh, weil auch schon mal ein Video zu dem gemacht, den And One Tai Chi, den habe ich mir für draußen gekauft, für Freiplatz, hatte ich das gleiche. Der war auch die ersten 1-2 Stunden sowas von unbequem und beengend, vor allem im vorderen Bereich, auch wie der hier, bisschen gezockt. Und mit der Zeit ist der jetzt so geschmeidig geworden. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie geschmeidig der geworden ist. Und ich hoffe halt, dass der Superfly auch noch so geschmeidig wird. Also das ist wirklich jetzt so ein geiler Schuh. Ich hatte den auch früher schon mal 15 Jahre her, ich weiß nicht wie lange oder noch länger, keine Ahnung. Jedenfalls der Tai Chi von End One, auch unten verlinkt. Alle beide auschecken, wenn ihr wollt. Der Tai Chi End One, echt ein Traum. Geiler Schuh, der war schon immer geil, ist auch noch geil, freut mich auch, dass der immer noch geil ist und ich würde den sofort in anderen Farbvarianten auch kaufen, aber der ist verdammt schwierig zu bekommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Link jetzt unten noch wirklich aktuell ist, weil das wechselt immer hin und her. Der war auch, der war sofort ausverkauft. Ich glaube nicht mehr, dass es noch gibt, oder? Hat ihn jemand gekauft dann über meinen Link damals, wo ich das Video gepostet habe? Gebt mir mal Feedback. Ich glaube 70 Euro hat er gekostet, 73 Euro. Ey, für den Schuh, Traum, zuschlagen. Da muss man nicht warten, weil der ist weg. Der ist weg, für 70 Euro ist der weg. Vor allem für die Kenner aus den alten End One-Zeiten, Mixtapes und so. Die Jugend heutzutage wird den gar nicht mehr so kennen, weil End One ist in der NBA nicht mehr vertreten, oder? Gibt es einen Spieler, der End One hatte? Wer war der Letzte? Skip to Malou, Vince Carter damals, Slam Dunk Contest natürlich 2000. Ist es ja immer so eine Sache. Die Schuhe verkaufen sich am allerbesten von den Starspielern, die sie tragen. Das ist immer so. Dein Starspieler hat einen Lieblingsschuh oder hat den Schuh immer an, denkst, oh geil, den muss ich auch haben. Ihr kennt es ja, ist ja so. Ist mit, bei mir mit Jordan so. Ich bin auf Jordan hängen geblieben, obwohl ich Jordan qualitativ immer noch top finde. Natürlich Klassikermodelle von 1 bis, was weiß ich, ich sag mal bis 15,
15er fand ich super stylisch, aber nicht mehr so zum Zocken mäßig. Es gibt so viele, unglaublich viele Jordan-Modelle. Du kommst ja, du kannst gar nicht alle rocken und anprobieren. Das geht nicht. So viel Kohle hat ja fast keiner. Also ich habe es nicht. Und ich bin auf meinen Dingern hängen geblieben. Der Elfer zum Beispiel. Den Elfer habe ich jetzt gar nicht hier. Wo steht denn der Elfer überhaupt? Kein Plan. Der Elfer ist auch so ein Ding. Aber mit dem Elfer habe ich so ein Problem. Beim Elfer finde ich den, mit dem darf man nicht spielen. Mit dem Elfer, das ist so Majestätsbeleidigung. Das ist so, wisst ihr, was ich meine? Der Elfer ist so was ganz Besonderes. Ich habe den auch immer in die Vitrine gestellt, alleine schon für draußen so zum Stylen. Aber ich weiß nicht, der ist einfach, der ist zu schön zum Anziehen. Das ist meine Spinnerei. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht wissen es einige, vielleicht auch manche nicht. Ja, jedenfalls, auch geiler Schuh. And One Tai Chi, back in the days. Ja, And One leider gibt es in Deutschland gar nicht mehr, was ich mitbekommen habe. Die haben ja früher mal Schuhe gesponsert. Ist schon 2-3 Jahre her. Jetzt höre ich von denen gar nichts mehr. Echt schade, weil die hatten echt auch eine gute Qualität. Aber ja, naja. Wie gesagt, die hatten keine Sportler, keine Stars, keine Starspieler. Wenn du keinen Starspieler unter Vertrag hast mit deinem Schuh, kannst du es schon vergessen. Hast du in der NBA oder im Markt nicht mehr viel zu suchen. Die Top-Schuhe, die verkauft werden, ja, Jordan natürlich, erste Stelle, zweite Stelle LeBron James, dritter weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe da mal eine Liste gefunden, letztens auch sehr interessant. Irving natürlich, auch sehr beliebt. Ja, die Leute, die da halt gut abgehen, die verkaufen auch ihre Schuhe, ne? Stephen Curry natürlich. Marbury hat auch einen eigenen Schuh für 30 Euro. Habe ich leider nie bekommen, den hätte ich gerne getestet. Der hat so einen Billigschuh-Variante auf den Markt gebracht, weil er gedacht hat, okay, man kann die Leute nicht immer so abzocken mit erhöhten Preisen. Es geht auch günstiger. Auch so eine Sache, ne? Der Schuh ist keine 105 Euro wert, obwohl er jetzt 150 kostet. Der ist auch keine 80 Euro wert. Der wird hergestellt für 20 Euro. Also das Thema hatten wir auch schon immer wieder ein paar Mal. Die Schuhe sind einfach nicht das wert, was wir dafür ausgeben. Aber das checken wahrscheinlich die wenigsten und den meisten ist es auch wurscht. Und ich kaufe mir auch immer wieder gerne Schuhe für 190, 220 Euro und denke mir, fuck, Alter, ist der Schuh nicht wert, aber er ist so geil, ich muss ihn haben. Kennt ihr das? Wer das kennt, der letztes Mal einen Daumen nach oben da, weil der weiß, was ich rede. Ich habe noch was gefunden, letztens beim Aufräumen. Alter, echt krass, ich habe nicht mehr gewusst, dass ich das noch habe. Weil ich, Kind aus den 90ern, ich habe Schuhe aus den 90er Jahren, damals ging es mit mir los. Mit Schuhen, mit der Leidenschaft der Schuhe. Und ich habe jetzt hier das gefunden. Wer weiß, was das hier ist? Von Reebok. Das ist eine Schuhpumpe. Dass du hier drinnen, hast du hier deinen Sahneboy oder was weiß ich, was das war. Ich weiß nicht mehr genau, was du hier reingesteckt hast. Auf jeden Fall für Luft, dass du den Luftdruck erzeugen konntest. Und dann hast du das, du hattest an deinen Schuhen Ventil, hast es an die Schuhe hingehalten, hast da drauf gedrückt hier oben mit dieser Pumpe und dann hat sich der Schuh aufgepustet und ja, ist halt so noch fester und noch straffer geworden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das damals war, auf dem Schulhof, was war ich, 8. Klasse oder so, gehst du cool auf den Pausenhof, gell, stellst dich so mitten in den Platz, dass sich ja alle schön sehen, dann holst du dein Ding aus der Hosentasche raus, nicht dein Ding, was ist denn los, Leute? Dann holst du deine Luftpumpe aus der Tasche raus her und dann gehst du runter in die Schuhe und pff, Alter, was glaubst du, wie die Leute geguckt haben, hä? Die meisten natürlich, Alter, was ist das für eine Scheiße? Du kannst nicht wirklich dafür Geld ausgeben. Und andere, boah, Alter, wie geil ist das denn? Ich will das auch haben. Da war die Meinung auch sehr geteilt. Und diese Luftpumpe, das Teil ist über 25 Jahre alt. Wer kennt diesen Schuh noch? Diesen Reebok-Schuh zum Aufpumpen mit dieser Pumpe. Alter, das ist ein Klassiker-Ding. Und so, ich habe auch nämlich diese Entwicklung von den ganzen Sportschuhen so, wenn du das selber miterlebt hast, ne? Immer wieder neue Technologien und es wird dann neu verkauft und überhaupt. Und eines Tages kommt wahrscheinlich wieder sowas mit einer Luftpumpe an und schießt es dir ins Hirn und geht das runter in die Schuhe. Ich weiß es nicht. Irgendeine Spinnerei fällt einem schon ein. Du musst es den Leuten nur verkaufen können. Und dein Lieblingsspieler muss es auch benutzen. Würde das Stephen Curry, LeBron James und so täglich nutzen? Was glaubst du, wie viele Leute das kaufen würden? Alter, das wird sich verkaufen wie blöd. Das ist so. So sind wir Leute einfach gestrickt. Ne? Marketing ist einfach alles. LaVar Ball gibt noch seinen Senf dazu. Schon wird das laufen. Ne? Also das Klassiker. Back in the days, wer das kennt, echt Feedback geben, eure Meinung dazu. Geiles Teil. Echt ein geiles Teil. Ja, in der Hinsicht, genug gelabert über Schuhe, über Marketing. Haut eure Lieblingsmarke rein. Immer wieder sehr cool zu sehen in die Kommentare, wie krass das auseinandergeht, Meinungen an Schuhen und wer seinen Lieblingsschuh hat und nicht, weil, ja, wenn du mal an einem richtigen Schuh hängen geblieben bist, an der Marke, dann bleibst du der Marke eigentlich auch treu. Da müsste schon was wirklich Krasses passieren oder so. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt, werde jetzt 36 Jahre alt, habe nur Jordans und And Ones gerockt, früher auch noch Nikes, aber lange her. Und mir ist nie was passiert, ich habe mich nie verletzt, nie böse umgekriegt und deshalb ist für mich einfach Jordan Nummer Shit,
Shit Nummer 1, wisst ihr? Bei Derrick Rose Schuhen, den Adidas Schuhen, denke ich mir immer schon, ist jetzt mir nicht ein Spaß, ne? Sage ich immer so, Adidas hat Derrick Rose Karriere ruiniert, beendet, ne? Nehmt es nicht zu ernst, aber denkt mal ein bisschen drüber nach und vielleicht kann man das ein bisschen nachvollziehen, so in der Hinsicht. Deshalb finde ich, ist Adidas in meinen Augen, nee, ist es so ein unterbewusstes Ding? Nein, danke, mag ich nicht. Naja, genug gelabert, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike.